Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Arma 3. In diesem neuen Format auf meinem Kanal werde ich verschiedene Arma 3 Missionen aus dem Steam Workshop vorstellen. Und heute sind wir bei irgendwas mit Holidays, Bad Holidays oder sowas. Die Sache ist, wir sind mit, ich weiß nicht, ob wir jetzt mit ein paar Leuten hier sind oder nicht. Auf jeden Fall ist es eine Singleplayer-Mission generell, ich weiß nicht, ob das dann AI ist. Wir werden angegriffen von irgendwelchen Leuten, also von den Leuten, die hier normal wohnen, glaube ich. Hier denke ich immer, sollen wir angreifen und wir sind gerade irgendwie Urlauber und sind am Strand, haben irgendwie gechillt und so. Und dann geht's irgendwo hin und dann sage ich mal, geht's los. Bad Holiday heißt das, von Benny und irgendwas. Link auch in der Beschreibung. Ohne Waffe, okay. Erstmal muss das alles laden. Heilige, was war das? Nicht gut? Doch gut, so ein bisschen gut. Da sind Fahrzeuge hochgegangen. Die reden hier alle. Das ist ein Militärtransporter von der CSET. Das sind auf jeden Fall CSET-Truppen. One? Nein, nicht One. Was ist denn los? Die einfach auf Zivilisten? Find a weapon. Ich hab eine Idee, aber die ist glaube ich nicht so gut. Scheiße, ich glaube nicht, dass ich den noch krieg. Nein, Steam-Menü! Ah. Ich weiß nicht, auf was die schießen. Das wäre noch gut zu wissen, vielleicht. Die haben auf jeden Fall hier alles umgenutzt, oder war ich das? Einer ist da noch. Oder nicht? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Okay, auf jeden Fall sind da Waffen. Waffen, schöne. Ja, okay, die nutzen alle um. Oh. Was hat der Schönes dabei? Irgendwas, was ich. Nein, nein. Ah, du bist nur einer von denen. Okay. Die schießen aber auf euch, oder? Jo. Ah, verdammt. Ah, hoffentlich komme ich hier raus. Lebend. Auf jeden Fall schießen die lustig. So. Einmal kurze Orientierung. Straße unter dem Markt, der Straße entlang, Polizeistation und das Hotel. Kurz die Aufgabe, find a weapon at the police station. Ich könnte mir auch da einen holen. Sieht er mich, sieht er mich, sieht er mich? Legt sich auf jeden Fall hin. Oh. Die Straße runter ist auf jeden Fall Police Station. Wenn ich zu Fuß gehe, bin ich glaube ich noch ein bisschen schneller in Deckung, als wenn ich jetzt mit dem Fahrzeug loscruise. Das hier ist doch gleich die Police Station, ne? Jo. Hoffen mal, dass keiner drin, der auf mich schießt. Das sind aber mehr UN-Fahrzeuge als. Ist hier keiner mehr? Nee. Anscheinend nicht. Aber die haben sicherlich was Schönes für mich. Einmal eine Wook, eine taktische Weste. Find a weapon, habe ich aber gut gemacht. Oh, es ist Spiel gespeichert. Ich habe gerade gedacht, irgendwas Bestimmtes passiert hier. So, hier ist nochmal Munition für die Wook. Dann nehme ich doch mal die drei Magazine nochmal mit. Ich meine, ich möchte ja ein bisschen equipped sein. Was hat der noch? Der hat, glaube ich, das gleiche, aber auch eine Wook. Und für mich natürlich dann noch ein paar Magazine. Und eine Waffenkiste, was haben wir denn da Schönes drin? Ja, super. Magazine. Ich glaube, wie viel habe ich jetzt? 20 Magazine reichen wohl. Was ist das hier noch für einer? Sieht aus wie ein Zivilist. Nehme ich doch lieber das hier mit, das sieht noch ein bisschen besser aus. Sieht aus wie ein Attentäter oder so ähnliches. Vielleicht finde ich hier oben noch was Schönes, was Schönes. Hat der Benny, der das hier gemacht hat. Nochmal zum Ding zurück, jetzt von der Mission weg, also eigentlich schon zur Mission hin.
Wir werden jetzt erstmal die Typen da abknallen und dann wollte ich noch kurz erklären, ist die Mission gibt es halt ganz normal im Steam Workshop. Oh, zumindest ist das. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall gibt es im Steam Workshop. Mach auf. Da liegt er. Gibt es im Steam Workshop. Geh down! Ah. Die Wand an. Okay, der hat ein Sturmgewehr, eine Pistole, muss ich näher rankommen. Jetzt auf zu schießen, Mann. Gibt's im Steam Workshop, Link in der Beschreibung. Was kann ich denn noch sagen? Ja, das ist von dem werten Herrn Benny. Ich hab dich Kacke. Okay, auf jeden Fall weiß ich schon mal, was ich machen muss. Autosave, genau, Autosave. Generell, in der Polizeistation hat er, glaube ich, gespeichert gehabt, als ich schon eine Waffe hatte. Dann ist der Weg nicht ganz so weit bei meinem Versagen. Okay, ich habe jetzt zwei Magazine, das heißt, dann gehe ich nochmal kurz. Ja. Hier. Habe ich alle Magazine jetzt dabei? Inventory. Ich möchte alle habe ich. So. Diesmal weiß ich wenigstens, wo gleich einer rumcampen wird. Ich kann ihn auch schnell überfahren mit meinen überlegenen Fahrskills. Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Der ist tot. Der hat aber gleich eine Kativa für mich. Hier stand doch gerade noch einer. Wie viele Schüsse verträgt der Typ denn? Ganz ehrlich. Was mich hier noch fehlt, sind ein paar Fahrzeuge, die runter. Ah. Oh cool, ist down. Ich bagger am Schild. Ich glaube, das kann ich hier looten. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil so eine Kativa ist natürlich was richtig Schönes. So, dann gibt es direkt, ich weiß nicht, welche groß er ist. Ich nehme einfach mal die beste Granaten mit, auch Granaten. Bisschen Uni. Ich glaube, die schießen auf mich, aber das soll mich jetzt mal kurz nicht stören. Da ich ja noch am Looten bin, Kativa. Nachladen. Okay, okay, das ist hier Survival pur. Ich hatte gerade das leeres Magazin, das kommt da raus. So. Dann kriege ich von dir noch ein Magazin. Oder auch nicht. Ich habe doch hier aber gerade jetzt. Komisch. Egal. Hat sich automatisch refullt. Was gibt's denn noch? Das ist Zivilist. Zivilisten beschieße ich nicht. Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Find clear the town of. Oh nö. Nicht alle. Ist das eine Sportlimousine? Ne, normale. Schade. Jetzt hätte ich hier einmal mit 300 km/h überfahren können. Aber ich kann ja trotzdem. Zwei habe ich ja schon am Marktplatz ausgeschaltet. Gehabt. Einer müsste dann noch sein, auf jeden Fall. Da lag er doch gerade, den habe ich doch gesehen. Dann gehen wir mal Häuser sneaken. Einmal Feuermodus umgestellt, zwei Granaten sind im Anschlag. Kann man hier rausnehmen. Bei meinen überlegenen Haus-Clear-Skills. So, also bis jetzt das Fazit gefällt mir generell sehr gut eigentlich, auch von denen, dass die halt hier reinfahren, alles erschießen. Dass diese Situation so ein bisschen unklar ist, auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, wie das für alle anderen, die das gespielt haben, war. Irgendwo muss der Typ doch jetzt hier rumrennen. Und die Zivilisten, die panisch rumrennen, sind nett, aber sind zu viele, denen halt nichts passiert. Meiner Meinung nach halt, oh, yo, der kommt von rechts. Auf jeden Fall, das ist halt, wenn die einfach im Haus rumstehen und nichts tun, ist halt blöd. Das, ich weiß nicht, ob man daran was ändern könnte. Da ist er doch. Okay. Ist auf jeden Fall blöd. Meiner Meinung nach, die Fahrzeuge, die könnten ruhig ein paar fahren. Willst du mich verarschen? Ich
mehr anvisieren. Was? Geil, ich habe 4 Leute. Ich habe unten gerade in meiner Dingsleuchte. Die sind 200, 200, 200, okay. Kyoze Town. Erstmal kommen alle hier. Ich will die nicht bewegen müssen. So, Aufgabe. Clear the help the radio station, okay? Da wäre noch einer, zeigt er mir an, aber... Leck. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Leck. Dann mache ich mal einfach alle neu sammeln. Habe ich wenigstens ein bisschen Kanonenfutter. Hör auf zu lecken, Mann, das ist ja schlimm. Da oben ist dieser... Das ist ja kein richtiger Funkturm, sondern neben ist ja der Military Tower. Einmal nochmal umgestellt. Ist hier oben nicht mal ein Militärturm gewesen, so ein ganz großer? Bin mal gespannt, wie viele Leute wir da gleich antreffen werden, wenn die Lecks aufhören. Das ist doch nur Stratis. Das kann doch gar nicht weg. Sind meine Leute wenigstens direkt hinter mir? Ja. Ja, wir haben Chaos. Haben wir Chaos? Das sind Zivilisten. Hey, Musik. Sehr geil. Okay. Du bist. Was willst du von mir? Hallo, da steht was. Yo, DJ. Ja, rede mal mit uns hier. Call to help the radio station. Warum ist das fehlgeschlagen? Wird den Text nicht gelesen. Gibt doch keine Sprachausgabe. Get the connection tower back online. Dafür muss ich nach... in die feindliche Base, okay? Ah, oh, eine Sportlimousine. Aber ich glaube, die hält bei meinem Fahrstil. Das ist weit nach da. Ja, einsteigen. Einmal aufsetzen. Warum eckt das jetzt? Fox, Stranger, get in that vehicle. Ja, einsteigen. Die heißen nicht Fox und Stranger, die heißen Mastroll und Schull. Schull. Ja, das leckt trotzdem, obwohl ich jetzt im Fahrzeug sitze. Ich habe vielleicht die Einstellung. Die Einstellungen sind normal. Hä? Wollen die Spasten nicht einsteigen? Ne, die. Ich hab denen jetzt gesagt, die sollen ins Quadbike einsteigen. Dann kannst du wieder aussteigen. Oh mein Gott. Ich bin noch ohne die los und ich schaff das trotzdem. So. Einsteigen. Diesmal aber richtig. Ich scroll immer vorbei. So, einsteigen hier. Ja, einsteigen. Los. Die Straße runter und einfach nur gerade durch bis zur Tankstelle. Einer fährt noch. Und bleibt halt hier. Ach, das im Auto ist noch nicht mehr Platz. Das leckt. Ich muss mal sehen, was da in der Aufnahme aussieht. Aber ansonsten. So viel zum Thema Fahrskills. Alle aussteigen. Yep. Nein, ich habe jetzt Kommunikation. Ja, das ist so umständlich mit diesen Typen. Ich mag die eigentlich auch nicht. Neu sammeln. Zu oft zu brechen, Mann. Was ist denn das? Hat das Ding da einen Download oder so? Nein, das würde ja auch keinen Hand ziehen. Das ist so implodiert einfach. Ich bräuchte ein gepanzertes Fahrzeug, mit dem könnte ich sauber fahren, aber das mit den Lecks, das ist... Sir? Was tun Sie hier? Haben Sie das gerade mitbekommen? Hier liegen über Leichen. Haben Sie erst mitbekommen? Haben Sie es mitbekommen? Na, jetzt hat er spätestens mitbekommen. So, ich glaube, in der Stadt befinden sich keine Enemies mehr. LKW fahren ist, glaube ich, ein bisschen blöd hier, wenn ich jetzt da... Ist aber hübsch. Vielleicht ist da noch was Rucksacktechnisches drin.
mit ein wenig Glück Inventory. Ich liebe es. Ich liebe dieses Ding. So, einmal müsste ich mich jetzt, glaube ich, heilen können. Nö, kann ich nicht. Was ist denn das für ein schöner hier? Hier könnte ich sogar einen Namen geben. Dann geht's einmal rüber over the street. Dann kann ich ja nochmal kurz was zu dem Format erzählen. Also, ich will einfach mal so ein paar Singleplayer-Missionen. Mal gucken, ob einer mitmacht. Dann sind es halt Multiplayer-Missionen oder Koop. Dass wir dann halt ein paar Missionen einfach mal anspielen. Damit man auch online so mehr als nur ein Screenshot hat von diesem Szenario eben, weil nur ein Screenshot ist eben relativ öde, sag ich mal. Ich habe jetzt mein tolles Visier. Bei einer Tankstelle sollte ein Enemy sein. Bearing. Sieht der da oben schon was, oder? Ich sehe ja nichts. So. 210 sagt er. 210 ist die Tankstelle. Sind die Typen wenigstens hinter mir? Natürlich nicht. Was erwartet man denn auch? Einmal kurz den Feuer. Das Visier wieder wechseln. Aber das leckt. Das ruckelt total. Ich meine, altes Life kann ich doch auch ohne Ruckel spielen. An der Aufnahme liegt sicher nicht. Nein, das ist eine andere Dingsfirma hier. Eine andere. Spiel wird gespeichert. Eine andere Tankstellenfirma, die auf Altes heißt Fuel. Ich sehe. Oh, da schießen die gleich los. Wie die Waffe hochzieht, was ist denn das? Ja, macht ihr das mal. Mal gucken, ob ihr das hinkriegt. Einer tot. Wackel so doll wie ein behinderter Spasti. Ich habe ihn aber, glaube ich, getroffen. Mit 7,62 müsste es eigentlich irgendwie einen Rest geben, aber anscheinend ja nicht. Ich kann noch mal so. Liege ich jetzt schon? Nee. Haben sie sich zurückgezogen? Nein. Haben sie natürlich nicht und es lügt. Der hat auch einen Schalldämpfer oder was? Bevor ich getroffen werde. Und meine Leute. Ihr alle vorrücken mit dieser tollen Steuerung. Da. Bewegung. Ich will euch kriechen sehen. Nein, ich wurde getroffen. LOL! Nein! Ah ja, der hat zum Glück gerade gespeichert. Also das finde ich gerade etwas weniger ernüchternd, weil diese Typen, die da sind, halten einfach so dermaßen auf und das ruckelt gerade so unnormal. Normal kann ich vollkommen flüssig spielen. Jetzt ruckelt's. Ich weiß nicht, ob es ruckelt. Die Waffe zieht extrem hoch. 100 meters front. Ich probiere mal kurz was. Nicht auf mich schießen, ich bin friendly. Ah, hat geklappt. Die Einheiten rücken, denke ich, hoffe ich mal nach. Ja, er hat ein Aufklärungsteam Lina ausgeschaltet. Ach, deshalb haben die auch Schalldämpfer, die Typen. Und deshalb habe ich jetzt ein paar lustige Leute hier, die lustig um sich ballern können. Schütze neutralisiert, das ist schön. Dann können wir noch einmal gleich die Spritpreise vergleichen mit denen von der anderen Fuel-Firma. Die Waffe hier mag ich aber nicht besonders, also 7,62 ist zwar nett, aber der Rückstoß ist mir zu groß. Das billige AMA-2-Gebäude. Oh, da stand ein Hunter. Ist mir egal. Ja, hör auf zu heulen. Ich glaube, ich freue mich gerade. Was haben die für Waffen? Das ist Blue 4, ne? Ich schieße hier auf Blue 4. Ich nehme mal lieber deine hier. Die gefällt mir ein bisschen besser. 30 Schuss ist nicht so viel. Jo.
Alec. So, einmal hier rein. Ich fahre, ihr schießt. Alle einsteigen. Los. Ein schöner Dingo. Ich weiß gar nicht, ist das ein Dingo? Weil der sieht vorne so abgeflacht aus. Ein amerikanischer Dingo. Mit einem schicken MG oben drauf. Jetzt steigt ein. Ja, genau. Schieß mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt schieß doch. Sind's alle drin? Ja. Schieß drauf. Wir können ja auch mal ein bisschen selber Schützensitz. Nichts nach Sicht. So, tot. Ist der auch tot? Spätestens jetzt ist er tot. Dann geht es wieder zum Fahrersitz. Also ich glaube, zu zweit würde das verdammt viel Spaß machen, aber so alleine mit diesen ganzen Bots ist das ziemlich unschön, meiner Meinung nach. Wir müssen nach hoch, glaube ich, ne? Egal, dann fahren wir einfach mal gerade durch. Wird schon richtig sein. Die Rauchsäulen sind auch verschwunden. Ah. Ja, Rauchsäulen verschwunden. Genau. Da ist das Tor. Da müssen wir, denke ich, mal links. Wenn ich hier mal tippen sollte. Rifleman, 75 Meters front. Was? Wo? 100 Meters front. Dann schießt doch drauf. Kommen wir hier hoch? Und wie wir hier hochkommen. Solange das Ding nicht umkippt, kommen wir hier hoch. Ja! Das sind schöne Geräusche. Fahr! Schöner Dingo. Fahr! Na los! Was ist das? Na los, jetzt triff auch mal jemanden. Ich frag mich aber, da sind sie. Willst du mich eigentlich verarschen, dass du die nicht triffst? Jetzt kommt hier der Profi. Die schießen auf uns. Aufsteigen. Ich weiß nicht, aufsteigen war, glaube ich, eine verdammt schlechte Idee jetzt. Oh, ja. Okay. ich glaube, dass das eher ernüchterner jetzt ausfallen, also nicht so ernüchternd ausfallen würde, würde ich mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Generell dieses mit Pistole anfangen, langsam hocharbeiten, finde ich ein nettes Konzept, habe ich aber schon in anderen Missionen gesehen und ist jetzt nicht unbedingt was Umwerfendes. Die Mission an sich ist halt generell nett, der Anfang auf jeden Fall. Die AI finde ich scheiße. Was gibt's noch, was ich bemängeln oder befürworten kann? Ja, also die AI ist halt mein größtes Makel. Am Anfang fand ich das echt cool, wenn man am Marktplatz steht, dann kommt das Auto reingefahren, da steht dann One, aber ja, mit dem war es dann wohl. Dann würde ich mal sagen, nächsten Dienstag kommt dann die nächste Mission aus Arma 3. Mal sehen, was das dann wird, weiß ich selber noch nicht. Und dann würde ich mal sagen, bis Dienstag und tschüss, ne?